Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge Democracy 4 Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der großartigen Romy Höhne. Vielen Dank. Was eine Begrüßung. Hallo zusammen. Ja, natürlich. Ich freue mich jedes Mal darauf, wenn Dienstag ist und wir beide wieder zusammenhängen und quatschen. Also. Gleichfalls. Stream 4 haben wir das letzte Mal aufgehört. Genau. Organized Crime war zu Ende. Das hatten wir uns ja quasi eingetreten, weil ich gefunden habe, dass wir großartige GDP-Boosts bekommen, wenn wir Glücksspiel nach oben setzen. Und eine Situation steht kurz bevor, das Hospital Overcrowding haben wir als Situation und wir haben ein Dilemma gleich erstmal direkt. Das hier ist die Runde nach der Wahl, wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck mal gerade, ja genau, hier oben der Balken ist noch komplett leer. Das heißt, wir haben gerade die letzte Wahl gewonnen und wir können uns mal das Dilemma anschauen, was wir jetzt erstmal vor der Brust haben. Ja, LGBT Lessons in School, also das in der Schule, im Sexualkundeunterricht auch darüber gesprochen wird, dass es noch mehr sexuelle Ausrichtungen gibt als hetero, Homosexualität, auch die ganze Geschichte, naja, das ganze Spektrum der Geschlechter, der Orientierung, Bisexualität, Trans und Cis und so eine Scherze. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir das unterstützen, dass wir diesen Unterricht unterstützen, oder ob wir das unterdrücken. Und das hat ja auch, also das hat auch eine Geschichte irgendwie. Ich meine, das ist doch keine 2 Jahre her, dass wir da andauernd irgendwelche Diskussionen hatten mit jetzt werden unsere Kinder verdorben und hast du nicht gesehen, habe ich noch so im Hinterkopf irgendwie außer Presse, oder? Ja, ich glaube, da wurde auch einfach relativ viel durcheinander diskutiert. Also ging dann irgendwie um sexuelle Orientierung, es ging nicht mehr um die Genderfrage, die man aber irgendwie auch stellen sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Und dazu kommen noch die Fragen um Sozialisation. Geschlechtliche Sozialisation. Also es ist ein riesengroßes Spektrum, mit dem man sich da eigentlich auseinandersetzen könnte. Man kann es natürlich auch runterbrechen und vereinfachen und da ein Schwarz-Weiß-Ding draus machen oder mal wieder mit der Emotionalität spielen. Das war das, wie du es gerade auch angesprochen hast. Und ich bin allerdings dafür, weil wir dieses Land, das wir hier gerade gestalten, ja schon sehr freiheitlich orientiert ist, zu sagen, support LGBT Teaching. Ja. Bin ich auch total für, auf jeden Fall. Niemand wird in seiner Freiheit davon eingeschränkt, wenn jemand anderes eine bestimmte sexuelle Orientierung hat. Also bin ich auch voll dafür. Die Liberale und die Jugend finden es großartig, Konservative und Religiöse finden es richtig furchtbar. Tja. Wir haben richtig viel politisches Kapital, weil wir haben die letzten Runden ziemlich durchgepowert. Wir haben noch unsere Emergency Powers wegen dem hier, wegen der Schuldenkrise, die immer schlimmer wird. Achso, und wir haben noch die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Wir haben ein Defizit von 300 Milliarden, mehr als 300 Milliarden. Unser Credit Rating ist halt richtig schlecht. Wir haben das schlechteste Credit Rating überhaupt. Deswegen sind unsere Zinsen so immens hoch. Wir haben unser Bruttoinlandsprodukt stabil gehalten, obwohl die Weltwirtschaft in ein Tal reingerauscht ist und jetzt erholt sie sich wieder. Und wir hoffen, dass uns das zugutekommt und jemand könnte mal unser Credit Rating aufwerten. Aber das passiert einfach nicht irgendwie. Und unser GDP steigt schon ganz, ganz leicht. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Schulden immer weiter nach oben schnellen.
Wir haben jetzt auch einiges ausgegeben wieder, um positive Sachen zu haben, einfach weil wir kaum noch Optionen hatten. Aber wir müssen zusehen, dass wir in irgendeiner Form Geld reinbekommen. Also entweder Geld einnehmen oder an gewissen Dingen sparen. Und wir haben schon einiges an Sparpotenzial ausgeschöpft. Wir haben die Pensionen gekürzt. Wir haben die Healthcare-Vouchers abgeschafft. Healthcare-Vouchers war etwas, was dazu geführt hat, dass die privaten Krankenkassen oder die private Gesundheitsversorgung quasi durch staatliche Hilfen bezuschusst wurde, also dass es an die Bürger ausgeteilt wurde. Vergünstigt, könnte man sagen. Ja, oh. Und da stehen wir jetzt. Wir sind CO2-neutral. Unsere Wirtschaft ist eigentlich wirklich gut aufgestellt. Also ich weiß nicht, wir könnten mal uns angucken, wo wir sind. Also GDP geht leicht nach oben, obwohl wir eine schlechte Weltwirtschaft hatten. Unsere Arbeitslosigkeit ist halt irgendwie so in einem Mittelmaß. Hier ging sie hoch wegen der Schuldenkrise. Wir haben das gemanagt gekriegt, aber wir kriegen sie nicht weiter runter. Unsere Produktivität, nee, das ist die Arbeitswoche. Produktivität, wo ist denn wohl... Produktivität ist weiter, steigt weiter, langsam nach oben. Wir haben sehr, sehr gute Beziehungen ins Ausland. Wir haben großartiges Investment aus dem Ausland, aber unser Problem ist, dass wir hier Schulden haben. Das heißt, wir leihen uns 2/3 unseres Budgets. Und Ausgaben sind 54% ist alleine nur der Zinssatz für unsere Schuld, die wir haben. Und wenn man diese beiden Bereiche mal kurz nochmal, wenn du beide nochmal anklicken könntest, das, was wir an Einkommen haben, das Government Borrowing ist nur knapp über dem, was wir brauchen, um unsere Schulden zu bezahlen. Also eigentlich haben wir wirklich, also wir haben wirklich nur dieses Schuldenproblem, ansonsten haben wir tatsächlich einen sehr, sehr robusten Zustand. Und das ist, ich will noch nicht sofort ins Kürzen gehen. Ich würde gerne mal noch ein, zwei Runden mit größeren Kürzungsprogrammen abwarten, um zu gucken, wie sich dieser Sprung Weltwirtschaft auswirkt. Und vielleicht geben wir auch mal nichts aus. Wäre auch spannend. Oder nicht so viel. So, dass wir, wenn wir was ausgeben, woanders auch wieder ein bisschen nachjustieren. Ja. Ich würde gerne wissen, wie sich die Weltwirtschaft auswirkt auf uns. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir dann bei dem Einkommen auch relativ zügig auf 200 Milliarden gehen können und dann die Ausgaben knapp unter 400 fallen. So, und dass wir uns dann ganz langsam ranarbeiten können. Ja, also wir müssen jetzt im Endeffekt klug sparen und gleichzeitig investieren. Sparen und investieren gleichzeitig ist halt auch schwer zu vermitteln. Ich frage mich gerade, ob wir in irgendeiner Form Global Economy gibt es hier nicht als, es gibt nur die Foreign Relations, es gibt das nicht als direkte blaue Bubble, so wie ich das sehe. Was ist das hier? Currency Strength. Es scheint zu diesen Rahmenbedingungen zu gehören, die man gar nicht beeinflusst. Ja, genau. Die World Economy ist hier keine Bubble, leider. Also die können wir im Endeffekt auch nur so hinnehmen, genau wie wir immer nur diese Situation hinnehmen können und gucken können, was wir daraus machen. Genau. Ja, unserer Wirtschaft geht's eigentlich gut und tja. Was wir noch angehen könnten, wir haben immer noch eine relativ hohe Rate an Arbeitslosigkeit, die sich unter anderem aus der Migration ergeben hat, weil Krieg im Nachbarland, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und wir haben jetzt schon relativ viel gemacht, irgendwie Deutschkurse, Weiterbildungsgeschichten und so weiter. Wir könnten dort nochmal gucken, ob wir dort noch ein bisschen Geld reinpacken können. Oder aber, ob wir, wenn wir Geld ausgeben, nochmal in den Bereich investieren, keine Ahnung, wo wir vielleicht nicht so viele Fachkräfte brauchen.
Weil es scheint ja aus irgendwelchen Gründen nicht so zu sein, dass die Menschen, die da kommen, das können wir halt logischerweise gerade nicht an der Migrationszahl festlegen. Wir ja. wissen nicht, wer die sind. Und in dem Spiel scheint mir, wird davon ausgegangen, dass sie für den Arbeitsmarkt nicht direkt qualifiziert sind, sodass wir das nachholen müssen. Ja. Was ich übrigens auch schwierig finde, aber... Ja, also wir haben was Fortbildung angeht, haben wir das Erwachsenenbildungsprogramm, hier das, also Adult Education Subsidies, volle Möhre gefördert. Wir bilden Free Parenting Classes, machen wir groß nach oben. Ja, ansonsten haben wir die Fachhochschulen fördern wir ein klein wenig. Wir haben hohe, Grants oder Unterstützung für die Universitäten. Das heißt also, im Prinzip kann jeder studieren, wie man hier schön sieht. Also Generation Wealth Gap, ist das ein sehr, sehr krasser Negativeffekt drauf. Und also unsere Hochschulen sind gut ausfinanziert. Was haben wir hier? Ach so, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ah ja, Science Funding sind wir auch sehr groß bei, könnte man sagen. Das Schöne ist, dass es hier auch mal wieder eine direkte Auswirkung gab auf die Arbeitslosigkeit. Bei Science Funding. Ja. Aber es ist halt teuer. Das WissenschaftlerInnen immer so viel Geld kommt. Ja, ich würde eher sagen, wenn wir in die echte Welt gucken, dann wird sehr, sehr viel von Verwaltung, aber auch vom Beschaffen von Geräten aufgefressen, aber größtenteils von Verwaltung, weil die Verwaltung ist ja krass gestiegen in der letzten Zeit, also in allen Bereichen, aber in der Hochschule ganz besonders. Also es gibt immer mehr Studierende, es sind mehr Hochschullehrerinnen geworden, aber so wie die Anzahl der Menschen, die an der Uni unterrichten, größer geworden ist, 2,8 mal so viele Verwaltungsstellen wurden geschaffen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist halt, das ist halt wirklich krass. Also da ist Deutschland sehr, sehr weit vorne. Ist so ein bisschen schwierig, weil die Hochschulen und Universitäten ja gleichzeitig auch noch mehr Aufgaben bekommen haben. Also auf der einen Seite sollen sie junge Menschen ausbilden und weiter fördern und sie sollen bitte auch forschen, aber inzwischen sollen sie auch noch alle möglichen Probleme mitlösen über Projektförderungen und keine Ahnung aus welchen Töpfen, aus Bundesmitteln, aus Landesmitteln, aus Europamitteln. Die müssen alle irgendwie auch noch verwaltet und abgerechnet werden. Dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass Hochschule auch noch mal ein Stück weit mehr darauf achten muss, wer wie lange an der Institution eingestellt ist. Im schlimmsten Fall rennen sie dann in die klassische Falle, dass die Leute dann halt über längere Zeit da bleiben und nicht nur nicht so einfach wieder kündbar sind. Und das sind halt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die an Hochschulen und Universitäten da inzwischen zusammenkommen, die verwaltet werden müssen. Also Großigkeiten und Kleinigkeiten. Ja. Ja, also ich sehe nicht direkt einen Hebel, den du sagtest, dass wir was tun können für Qualifizierung von Menschen, jetzt groß. Ich würde mal, was mir noch so eingegangen ist, Education ist halt wirklich bei uns am Anschlag. Ich weiß super nicht, ob das... Ist. Was? Was super ist. Was wirklich, wirklich super ist. Also, was uns eventuell die Gelegenheit gibt, wenn wir so weit oben am Anschlag sind, was ich befürworte, was ich großartig finde, dass wir das ein oder andere von hier einsparen können, klein wenig zurückziehen. Wieso haben wir denn eigentlich Private Schools? Sehe ich gerade. Finanzieren wir die? Nee, glaube ich nicht. Private Schools ist, ja, weil das GDP so hoch ist, aber weil unsere staatlichen Schulen so stark sind, sind die auf einem sehr niedrigen Level. Aber die haben wir keinen Einfluss drauf und wir finanzieren sie auch nicht. Einziger Einfluss ist unser sehr gutes Bruttoinlandsprodukt. Deswegen haben wir einen Teil Privatschulen. Der Anteil ist auch runtergegangen, je länger wir gespielt haben.
Okay, aber ich wollte nur erstmal wissen, ob wir die zufälligerweise finanzieren, wenn wir doch gerade über den Hebel reden, zu sparen. Ja. Gut, okay, also das heißt, wir können nicht großartig weiterbilden. Leute, die arbeitslos sind, bekommen Arbeitslosenunterstützung und that's mehr oder weniger it in dem Spiel, richtig? Genau. Wir können noch mal gucken, was wir bei Public Services haben, aber ich glaube, da haben wir nicht wirklich irgendetwas, wo wir... Hier sind die School Vouchers, die würden Privatschulen fördern. Und wir können auch Privatschulen oder private Bildung verbieten. Da weiß ich aber nicht, ob wir so weit gehen müssen. Nö. Es bringt uns nichts. Kostet uns nichts, bringt uns nichts. Nee. Bringt uns in diesem Fall tatsächlich gar nichts. Das Einzige, was wir haben, wir könnten halt wahrscheinlich noch mehr die Ausbildung fördern, indem wir sowas hier, Human Cloning Research Grants, also nochmal Forschungsförderung machen. Das wirkt sich auf, nee, es wirkt sich gar nicht auf Education aus, sondern nur auf Technology. Für relativ viel Geld. Dann würde ich eher diese Technology Colleges weiter fördern, weil es da auch diesen Impact auf die Arbeitslosigkeit gab. Ach nee, doch nicht, das war was anderes. Nee, das war Science Funding hier. Stimmt. Dann würde ich eher hier noch was reingeben. Wenn ich hier jetzt mal einfach eine Million hochgehe, dann kriegen wir dafür ja, 0,3% weniger Arbeitslose. Das ist halt ja, recht kostspielig, aber... Könnten wir machen. Wie ist denn die Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt? Weil das war ja auch gerade noch mal so ein bisschen im Positiven. Da sind wir im Moment. Ja, also. Ja, 0,8. Ja, unsere Energieeffizienz würde gefördert, unsere Technologie auch, Arbeitslosigkeit ein bisschen. Ich sehe jetzt nicht, dass es uns schadet. Wir müssen nur überlegen, ob wir dafür an einer anderen Stelle was einsparen wollen. Ja, da würde ich tatsächlich den hier einen runtersetzen. Okay. Das bringt dann bekomme uns... ich gut klar. Ja? Mhm. Okay. Ja. Wenn es uns besser geht, können wir es auch wieder hochnehmen. Es ist ja nicht so, dass wir es komplett kürzen, sondern nur so ein bisschen. Genau. Wo waren wir? Science Funding, genau. Da gehen wir mal auf... Da, 1 Million hoch. Milliarde, aber... Milliarde? Vielleicht noch ein bisschen weniger. Wie viel haben wir gerade eingespart bei den University Grants? Habe ich noch nicht gemacht. 900 so. Millionen. 950 Millionen. Könnte ich so machen dann? Ja. Okay. Finde ich gut. Und dann sparen wir das hier ein. So. Kurz den Check. Hallo Goldigold. Und ich sehe, es gab eine interessante Diskussion bezüglich der LGBT-Geschichten, die wir eben als Dilemma hatten. Ja, das ist von der Bildung her ist es echt ein spannendes Feld. Also definitiv. Ich finde es auch schön, wenn ihr euch darüber ein klein wenig austauscht, was ihr damit schon für Erfahrungen gemacht habt. Ich habe mit der Sexualerziehung, wie es ja so schön heißt, glaube ich, offiziell, wenig Berührungspunkte gehabt, außer dass ich es in der Schule hatte. Es ist halt irgendwie weiter weg von dem Bereich, was ich sonst mache, Physik. Wie sieht das denn bei dir aus, Romy, eigentlich? Hattest du damit schon mal Berührungspunkte in der politischen Bildung? Auf jeden Fall. Aber da muss ich das auch nicht unbedingt so zum Thema machen, sondern ich kann auch es von der Freiheitsfrage her betrachten. So dieses, wie du hast es vorhin irgendwie so schön gesagt,
stört dich oder warum schränkst du dich in deinem Leben ein, dass jemand anders er oder sie selbst sein kann? Ja. Ja oder nein? Nein, gut, dann Punkt, worüber diskutieren wir jetzt eigentlich? Und also wirklich eher über den liberalen, freiheitlichen Gedanken. So. Aber ansonsten, na klar, Vorurteile gibt es von allen Seiten und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Homosexualität noch vor, weiß ich nicht, 30, 35 Jahren unter Strafe gestellt war. Ich weiß gar nicht genau, wann das, das weiß bestimmt jemand anders im Chat, wann das unter wann es straffrei gestellt wurde. Und das einfach nur, weil zwei Menschen sich lieben, das habe ich sowieso nicht verstanden. Insofern wirklich eher aus dem freiheitlichen Gedanken heraus, lass die Leute so sein, wie sie sind. Oder ja. Wie gehe ich damit um und was stört mich jetzt genau? Ja, wir haben was an der Bildung, wir haben was an der Bildung gedreht. Wir haben jetzt wirklich so leichte Änderungen an der Balance gemacht. Tja, was können wir noch machen? Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten an den Balancen der Steuer drehen, der Steuern drehen. Und zwar, ich denke an sowas wie, wir gucken, was wir bei der Lohnsteuer haben. Da könnten wir vielleicht ein bisschen runtergehen. Einkommensteuer würde ich nicht weiter anfassen. Die haben wir schon zweimal gesenkt. Aber okay, wir haben wenig Einnahmenpotenzial bei anderen Steuern. Ich komme immer wieder zur Erbschaftssteuer zurück, weil ich weiß, dass sie im wahren Leben viel höheres Potenzial hätte als das, was hier abgebildet ist. Ja, was wir machen könnten, wäre die Lohnsteuer anzupassen, die zu senken und dann leicht an der Erbschaftssteuer noch so ein bisschen zu drehen. Ja, wo wollen wir da? Also Lohnsteuer ein bisschen. Ist das schon noch? So krass wirkt sich das gar nicht aus. Ja. Also die Löhne ändern sich um 1,2%, wenn ich 5 Milliarden runtergehe. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Unser GDP kriegt auch noch mal einen drauf für knapp 0,4, aber das sind 5 Milliarden, die das kostet. Na, ich würde es mit den 5 Milliarden probieren und gleichzeitig gehen wir in die Erbschaftssteuer und heben die an. Und ich wäre dafür, auch im Sozialsystem noch mal zu gucken, was wir jetzt nicht mehr brauchen, weil die Leute einfach wirklich mehr Kohle haben. Also ob wir beispielsweise die Free Parenting Classes einfach ein Stück runterfahren. Nur ja. So ein bisschen. Nur so ein, also hier Erbschaftssteuer, selbst wenn wir so hier von 1,3 Milliarden auf 1,8, ich hätte mir jetzt da irgendwie Faktor 10 vorgestellt. Das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann würde ich es mal hier hinsetzen. Ja, ist jetzt nicht so viel. Wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwie die 4 Milliarden irgendwo herkriegen. Ich bin gespannt. Ja, wir könnten die Kfz-Steuer hochsetzen. Wie hoch war die jetzt? Die ist schon relativ hoch. Also würde ich sogar noch ein Stück höher gehen, weil die einzigen, die das bei denen es mich jetzt wirklich stören würde, dass es sie betrifft, sind die Landwirte, die wir aber mit super vielen anderen Sachen gerade schon kofinanzieren. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Die haben ja schon richtig viel Geld. Wir wollen ja, dass die Autobenutzung zurückgeht, deswegen haben wir irgendwie wir haben doch noch das staatliche Eisenbahnsystem. Die haben wir nicht verkauft. Oder haben wir die verkauft? Wir haben die verkauft, ja. Ist egal, wir haben auf jeden Fall noch ein Eisenbahnnetz und wir wollen ja grundsätzlich, dass weniger Leute auf der Straße sind, deswegen stört uns das auch nicht, dass die Mitgliedschaft bei den Motorists ein Stück runtergeht. Ich würde das auch so vollsetzen, also. Ja. So, kostet 21, aber wir haben es ja.
sag ich mal. So, du hast gesagt, Free Parenting Class könntest du dir vorstellen, runterzusetzen. Kostet nicht viel, nee. Aber ich glaube, wir kommen gerade nicht drum rum, ab und zu mal auch Sachen zu nehmen, die nicht so viel kosten, damit sie dann insgesamt... Ja, die würde ich dann so runter oder weiter? Ich würde sie noch ein bisschen weitersetzen, so auf die Hälfte. Okay. Ja. Könnten beim Schulsystem ein bisschen was kürzen. Bist du noch mal kurz auf die Ausgangssituation zurück? Ich habe gerade nicht richtig bei den Kosten geguckt, okay. Danke. 28. Ich sag mal, ich gehe runter auf 24. Ist kaum eine Veränderung bei der Ausbildung. Da sind wir eben oben schon am Anschlag. Die Armut wird um 2%, nicht 1,5%. Ach so, Unemployment. Der positive Effekt auf Unemployment ändert sich. Das ist natürlich blöd. Mich würde es nicht stören, wenn wir dort kürzen, aber es müssen ja nicht gleich 4 Milliarden sein. Vielleicht reicht auch erstmal irgendwie 1,5 oder 2. Okay, machen wir 2. Also wir kommen ja am Kürzen momentan nicht vorbei, solange die Debt Crisis und die Zinsen uns auffressen. Von daher ist mir das lieber, das so ein bisschen anzufassen, als dass wir komplett am Rücken an der Wand stehen. Wir haben noch 7, dann gehen wir mal in die nächste Runde. Ja. So. Niemand hat unser Credit Rating angehoben. Wir haben ein Dilemma, um das wir uns erstmal kümmern. Wollen wir einen Terrorverdächtigen ausliefern? Ein Land aus dem Mittleren Osten, mit dem wir kein formelles Auslieferungsabkommen haben, hat verlangt, dass wir jemanden ausliefern, um eine Anklage gegen Terrorismus über sich ergehen zu lassen. Und sie beschuldigen ihn, dass er an Autobomben legen in ihrer Hauptstadt beteiligt war, aber den einzigen Beweis, den sie anführen, sind die Geständnisse anderer Terrorverdächtige, die vielleicht ein wenig unter Zwang erfolgt sind. So, und jetzt können wir entweder den Terrorverdächtigen ausliefern oder wir können ihn hier behalten. Okay, mein Gedankengang dazu, den würde ich jetzt mal kurz mit dir besprechen, vielleicht bin ich da aber auch komisch. Wir haben kein Auslieferungsabkommen mit dem Land, das jetzt möchte, dass wir den Menschen ausliefern. Mit so einem Auslieferungsabkommen ist natürlich auch ein Prozess verbunden. Also bestimmte Beweise müssen vorgelegt werden und das dauert irgendwie seine Zeit und dann gibt es halt also rechtlich sicher. Heißt, wir haben das haben wir alles nicht. Genau. Und weil wir das nicht haben und weil wir ja eine Demokratie sind und uns Menschenrechte und sowas und auch so Rechtsstaat wichtig ist, bin ich dafür, ihn hier zu behalten. Ich bin auch dafür, ihn hier zu behalten, besonders weil sie sagen, dass die einzigen Beweise sind Geständnisse. Und da würde ich erstmal sagen, das entspricht nicht den Standards, die wir in so ein Abkommen schreiben würden. Also behalten wir ihn hier. Ja. Nur die Patrioten sind davon ein wenig angepisst. Damit kann ich sehr gut leben. Und statt stolz zu sein auf ihren Staat, weißt du? Ist doch ein starker Staat. So, Nachrichten. Ich kann der Regierung nicht genug danken. Sie haben wortwörtlich das Leben meines Ehemanns gerettet. Vote for the Science Party. Ich werde für die Science Party wählen, solange bis ich sterbe, sagt Anna-Lena Winkler, wegen unserer Gesetzgebung bezüglich Organspende. Das ist doch mal schön. Ist das aber nicht gesund.
Also jetzt schon zu sagen, sie wird uns so lange wählen, bis sie stirbt, bedeutet, dass wir theoretisch machen können, was wir wollen. Und das wäre dann eher Kult. Also eher ein Kult als eine Partei. Insofern widerspricht uns. Ja. Ja, also genau. Sieh das bitte kritisch, würde ich nämlich auch sagen. Geh jetzt weiter. Ausgaben unser Defizit werden, ist gestiegen. Ja, unsere Ausgaben werden auch mehr. Ja. Aber Weltwirtschaft geht hoch, GDP geht hoch. Ich habe Hoffnung. Ich habe auch Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Also wir hatten letzte Woche zwar auch über 3 Stunden Hoffnung und es wurde und wurde nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nein. Mal gucken wir auf unsere nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, die ist immer noch hoch. Übrigens, wir haben, Frank fragt im Chat gerade, im wievielten Wahljahr wir sind. Das hier ist... Wir haben ja... Ja, Frank, ich habe dich bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Herzlich willkommen. Ja, wir spielen Deutschland auf der höchsten Schwierigkeit, also 200% Schwierigkeit. Wir sind in der 4. Wahlperiode, also wir wurden 3-mal wiedergewählt. Die letzten beide Male mit absoluter Mehrheit. Aber die höchste Schwierigkeit sorgt anscheinend dafür, dass wir ein unglaubliches Defizit haben und deswegen auch unglaubliche Schulden. Also im Jahr sollten wir irgendwie sowas wie im 12. oder 13. Jahr sein. Und wir haben es nicht hingekriegt, unseren Haushalt einigermaßen auszugleichen. Wir haben alle Probleme erledigt. Wir sind CO2-neutral. Wir haben eine egalitäre Gesellschaft. Wir haben eine tolle Wirtschaft. Und eine tolle Bildungsquote. Ja, genau. Tolle Bildung, unglaublich gute internationale Beziehungen und ein Credit Rating von C. Also super viel Zinsen für unsere Schulden. Die Schulden steigen immer weiter an. Wir haben durch die Wirtschaftskrise es hingekriegt, dass unser Bruttoinlandsprodukt konstant geblieben ist. Und wir hoffen, dass wir irgendwie rauskommen. Aber wir sind seit sehr langer Zeit in der Schuldenkrise. Das heißt, das ist Deutschland auf schwer. Wir haben auch beim Entwickler nachgefragt, ob das so sein soll. Ob das der Grundgedanke ist, dass man auch aus dieser Schuldenkrise nicht mehr so richtig rauskommt. André, was sagst du? Eher ja, oder? Wir sind ja hier in der Beta-Version. Genau, dann können wir kurz mal drüber quatschen. Ich habe mit Cliff, dem Entwickler, auch jetzt ein paar Mal hin und her gemailt. Wir machen das hier ja seit der Alpha-Version. Schon eine ganze Weile spielen wir Democracy 4. Eine ganze Weile auch in der Alpha. Und ich habe immer wieder, wenn wir irgendwas gefunden haben, Feedback gegeben. Und Cliff hat sich auch immer sehr gefreut. Er hat auch den ein oder anderen Bugfix aufgrund von unseren Streaming-Videos machen können. Hat er mitgeteilt. Und ich habe ihn gefragt bezüglich der hohen Schwierigkeit und der Schuldenkrise. Und mittlerweile ist es jetzt auch so angepasst, dass die Menschen es nicht gut finden, wenn man in so ein hohes Defizit fährt und so hohe Schulden hat. Das heißt, sie gehen dann auch eher zu einer anderen Partei. Oder sie wählen gar nicht mehr. Das heißt, es wirkt sich auf die Wähler aus. Und er hat auch noch ein paar Sachen nachgedreht unter der Haube des Spiels quasi jetzt in den letzten Updates, dass sich Schulden anders auswirken. Nur wir sind hier jetzt gerade schon in einem Extremfall und wir hoffen, dass wir irgendwie wieder rauskommen. Sobald irgendwer unser Credit Rating auch nur ein klein wenig aufwertet, wird unser Defizit krass nach unten gehen und hoffentlich profitieren wir dann von der extrem gut aufgestellten Wirtschaft, die wir haben. Da haben wir jetzt super viel schon für gemacht. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.